Ein fröhliches Moin Moin an den Kopf genagelt. Ja, das ist hier nicht etwa World of Warcraft oder sonst irgendwas. Nein, natürlich nicht. Wir sind immer noch an der Donetsk, beziehungsweise wieder an der Donetsk. Und ich muss nochmal ein Spot testen nach meinem letzten Video auf die Tjolka. Manch einer hat es vielleicht gelesen, weil ihr lest ja auch fleißig die Kommentare unter den Videos. Hat gesehen, dass der gute Mauschi geschrieben hat, Keule, ich glaube, du hast einen Spot vergessen. Auf die Tjolka-Sardine. Nein, den habe ich nicht vergessen, Mauschi. Ich kannte ihn nicht. Muss man ja auch einfach mal so sagen. Ich kann ja auch nicht alle Spots kennen. Deswegen bin ich ja auch darauf angewiesen, dass ihr mir sagt, hör mal, da, guck mal hier, schau mal. Das ist auch sehr freundlich. Das ist Support, wie ich ihn gebrauchen kann. Und deswegen bin ich nochmal eine Donetsk und werde mir gleich mal den Spot von Mauschi anschauen. Aber noch ist es ein bisschen dunkel. Deswegen mache ich mich auf den Weg, auf den langen, langen Weg zu Mauschis Spot. Und wir sehen uns dann da, wortwörtlich, weil dann ist es wieder hell. Und dann schauen wir mal, was dieser Spot so kann. So machen wir das, Kenners. Bis gleich. So, ich bin angekommen. Ich habe schon mal angefangen. Das ist die zweite Tjolka-Sardine. Natürlich auch ein Siechling dazwischen. Und die drei Güstern sind ein bisschen älter, weil ich eigentlich vorhatte, auf Köfifang zu gehen, hier an der Donetsk, denn die Güster, die würde ich gerne mal beangeln, beziehungsweise mit der Güster nur angeln, und hier gibt es auch einen Güsterspot in der Nähe, aber dazu ein anderes Mal. So, Tjolka-Sardine, Spot von Mauschi. Wir testen. Das war eine Schwarzmeerseelaue. Die habe ich jetzt eingepackt. Wollte ich gar nicht. Ach, ist egal. 36 Gramm. Falscher Name. Falsches Tier. Richtige Grammanzahl. Ja, wie fischen wir hier? 24er Haken, Zuckmückenlarve, 1 Meter Tiefe, auf der Position 159,79 oder in Rastern ausgesprochen I7. Mal lieber reinholen, habe ja eh die Hälfte verpasst vom Treiben lassen. Wie gesagt, 1 Meter Tiefe, 24er Haken, Zuckmückenlarve. Und da soll was gehen. Mauschi sagte, dass er hier erst wieder stand, das getestet hat. Wie gesagt, es steht ja auch im Kommentar unter dem Video. Und für jeden, der keine Kommentare liest und das vielleicht nicht mitbekommen hat, stelle ich mich hier jetzt nochmal hin und mache mal einen Schnelltest und schmeiße diesen Spot einfach nach. Vielleicht noch ein bisschen was früh. Und wenn ich das richtig sehe, beißen die Tiere etwas weiter links. Womit ich dann fast schon der Meinung bin, dass wir einen Ticken weiter nach links könnten. Wenn da das Bissfenster ist, beziehungsweise die Bisse kommen, sitzt sie wohl eher links von diesem Totholz. Und so weit weg wäre das, glaube ich, auch nicht von 159,79. Kommt ziemlich weit da drüben, oder?
Das ist immer noch 159. Oh, süße. Ich dachte, wir wären schon weiter weg dann. Aber ist egal. Dann stellen wir uns hier mal hin. Ich habe das Gefühl, dass hier die Hits eher kommen als da weiter rechts. Und wir vielleicht die Frequenz ein wenig erhöhen können hier. Wahrscheinlich meint er auch hier. Aber ist ja egal, wo das Tier einsteigt, ob jetzt hier. Ist das auch eine Tjulke oder eine Hase? Oder eine Plötze, eine Lütte? Schwarzmeerseelaube oder was? Schon wieder. Ich stand hier tatsächlich damals mal, aber nicht auf Tjulke. Deswegen habe ich diesen Spot überhaupt nicht irgendwie berücksichtigt. Hier hatte ich damals eher versucht, den Don Kaulbarsch zu fischen, aber dann hatte ich zwei, drei bessere Spots gefunden und habe diesen überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Und auf Kürbiskernbarsch war ich auch mal hier oben unterwegs und ich bin der Meinung, dass Feierabend TV ein Ticken weiter nach rechts weg war, weil hier die Plötze mal lief. Der stand allerdings auf der, stand er auf dieser Seite oder auf der, ich weiß das nicht mehr. Nee, auf dieser Seite stand er bei dieser kaputten Brücke. Das müsste hier sein. Und dann war das Thema für mich auch schon wieder erledigt, weil die sibirische Plötze lief da nicht ein. Wir können aber gleich mal eine Borkenkäferlarve drauf drüseln und mal gucken, ob die sibirische Plötze hier läuft. Aber erstmal schaue ich mir den Spot jetzt an. Ein paar Tjulkas haben wir ja schon in relativ kurzer Zeit. Auf jeden Fall relativ kürzer als am 3-Tonnen-Spot. Also ich habe eine Bolo-Pose drauf. Das sagte er auch noch, eine feine Bolo-Pose. Ich habe noch eine, deswegen habe ich die drauf gemacht. Ob das jetzt großartigen Unterschied macht, das weiß ich nicht. Vielleicht, weil das Tier in der Lage ist, das Flott leichter wegzuziehen und sich dann nicht gestört fühlt. Man weiß es nicht. Kann natürlich sein, dass das auch nochmal einen Effekt hat hier. Großartig. Das ist ja schon ein feines Tier, die Tjulka-Sardine. Also ist er mit der kleinste Fisch überhaupt hier. Gott, oh Gott, oh Gott, das war doch keine Tjulka. Schnell raus, das Flott. Bin mit der UL unterwegs. Ich habe keinen Bock darauf, dass mir hier ein Döbel einsteigt oder so. Weil wir wissen, die interessiert das nicht, wie groß der Haken ist. Gehen trotzdem drauf. Gramm ist auch mit das Größte, was ich bis jetzt habe, glaube ich. Aber sind schon einige, ne? In etwas kürzerer Zeit als die anderen Spots, die ich vor einer Woche beangelt habe, ist das jetzt mit Abstand der Beste, tatsächlich. Man muss nur noch angeln können. Habe ich wohl verlernt in einer Woche. Zu viel mit den Großen unterwegs gewesen hier. Leicht bläulich. 10 Gramm. Ein Meter Tiefe. Das ist mal eine Tiefe, die so völlig aus der Reihe schlägt irgendwie. Normalerweise hat man ja damals auf Laubentiefe gefischt. Damals waren es 17 cm, jetzt sind es ja 18. Dann kamen so wilde Tiefen wie 45, 55, 56 cm.
bis Runde 80, wieder 70 und jetzt sind wir auf 1 Meter. Habe ich auch noch nicht auf Tjulka gefischt, auf diese Tiefe, aber es funktioniert, wie wir sehen. Tatsächlich steigt auch nicht irgendwie so ein oller Flussbarsch ein auf der zuckenden Larve. Hätte ich jetzt eher mit gerechnet, dass wir den ziemlich häufig ans Band bekommen. Oder mal eine Hasel. Ja, die hatten wir ja schon, glaube ich. Oder was der Sichling, ist ja auch egal. Aber hier läuft fein säuberlich die Tjulka ein. Okay, Schwarzmeersee-Laube steigt mit ein, aber das ist wirklich eher wenig. Wir sind jetzt 11 Minuten hier. 2, 4, 6, 8, 12. Ja. Hab meinen Taschenrechner nicht mit. 12 Tjulkas. Das ist ein guter Schnitt. Wenn ich bedenke, dass der Mobbel mir letzte Woche gesagt hat, er stand 2 Stunden am 3-Tonnen-Spot und hat 21 Tiere gefischt, ist das hier deutlich besser. Deutlich. Wer nicht stippen mag, kann auch die Feeder nehmen oder die Winkelpicker-Route. Da werdet ihr allerdings, denke ich mal, so wie überall hier am Gewässer, das hatte ich ja schon getestet, nicht so erfolgreich auf die Tjulka fischen können. Da werdet ihr dann eher so Brassen, Hüster zum Beispiel, Nasen, vielleicht ein paar kleine Rotaugen ans Band bekommen. Läuft gut. Kann man nicht anders sagen. Müssten nur größer werden. Vielleicht mit der Hakengröße ein bisschen spielen. Obwohl er schrieb ja explizit 24er Haken, hat er auch seine Trophy mitgefangen. Kann natürlich sein, dass das alles noch kommt. Ist ja auch nicht so, dass man sich hier hinstellt und nach 20 Minuten hat man die Trophy. Das wäre dann auch zu einfach. Aber wenn man schon mal einen Spot hat, wo die Tjulka gut läuft zurzeit, dann sollte man sich da auch hinstellen und das versuchen. Und da muss man halt mal Zeit mitbringen. Man muss halt Zeit mitbringen, wenn man auf einen gewissen Fisch gezielt fischen will. Und wenn man den dann haben will, dann bringt man auch die Zeit mit. Fakt. Bin begeistert. Es läuft nur die Tjulka ein. Naja. Zu 97%, denn 3 Fische sind ja andere Kategorien. Zweimal die Schwarzmeerseelaube und einmal der Sichling. Aber ansonsten Tjulka. Und in einer sehr guten Frequenz. Kann man hier sehr gut wegstippen, die Tiere. Danke dafür schon mal, Mauschi. Auch im Namen aller anderen, denke ich mal, die noch die Tjulka suchen und diesen Spot auch nicht kannten. Damit habe ich einen weiteren Spot für mein Büchlein, wo ich weiß, wo ich hingehen kann, wenn man die anderen Spots nicht laufen. Und die laufen ja zurzeit auch nicht. Diese allerdings läuft sehr gut im Gegensatz zu den anderen. So, den lassen wir noch mal durchtreiben. Das war zu viel des Lobes und schon haben wir einen Leertrieb. Na gut. Schauen wir mal, ob die sibirische Plötze hier auch rumlungert. Oder die Schwarzmeerseelaube ein bisschen größer wird auf diesen Köder. Oder ob gar nichts passiert. Kann natürlich auch sein.
Da wieder nochmal eine Tjolka. Oh, die erste Tjolka mit 15 Gramm und Haken auf Borkenkäferlarve. Das ist ja interessant. Gramm braucht das Tier zur Köderverarbeitung. 15 Gramm, um es zu verkaufen. Also auf Borkenkäferlarve läuft sie auch ein. Auch relativ gut. Macht man also auch nichts falsch. Wenn man jetzt die Borkenkäferlarve nutzt, um vielleicht noch die Chance zu haben, auch noch eine sibirische Plötze an der Schnur zu bekommen, die man hier auch braucht für den Ehrenfischer, kann man instant zwei Kategorien befischen. Einmal die sibirische Plötze und die Tjolka-Sardine. Und bestimmt ab und an auch mal so eine olle Hasel. Das ist wieder eine Tjolka-Sardine. Sind schon ein paar. So, Hamburger Leerfahrt oder was ist du, Blümmel? Ein Vorfach drauf, oder? Nee. Sah so aus. Nun gut. Sehr schön. Läuft sehr gut, dieser Spot. Eine Nase. Ja, also. Was soll ich sagen? Das ist gut. Das ist ein sehr guter Spot für Tjolka Sardine. Minuten. 4, 8, 12, 16, 20, 22 Tjolka Sardinen in 18 Minuten. Hat kein anderer Spot hergegeben, den ich letzte Woche getestet habe. Danke nochmal dafür, Mauschi, für das Teilen dieses Spots. Eine mit Haken, aber das ist man bei der Tjolka gewohnt, dass man einen Setzkescher voll Heringe hat oder Sardinen hat und da sind irgendwie drei zwischen, die vielleicht einen Haken haben und alle 538.000 Jahre kommt mal die Trophy. Also, den Spot, wie gesagt, habe ich nicht vergessen. Ich kannte ihn nicht, bin den Auftrag nachgekommen. Ich bin jetzt hier hingegangen. Habe ihn getestet und muss sagen, ja, danke Mauschi, top Spot. Tatsächlich auf der Tjolka-Sardine. Der bringt richtig Spaß. So ist es. Und für jeden, wie gesagt, der keine Kommentare liest, jetzt habt ihr diesen Spot auch noch. Ich wünsche euch viel Petri. Falls ihr wirklich auf der Jagd nach der Tjolka seid, geht unbedingt hier hoch zu Mauschis Eck. 159,79, 1 Meter Tiefe, ziemlich unkonventionell für mich, für mein Empfinden. Aber es läuft sehr gut, auch auf 1 Meter Tiefe. Die Zuckmückenlarve läuft, die Borkenkäferlarve läuft. Das sind schon mal zwei Köder, den Rest könnt ihr selbst rausfinden, ob da noch andere gut laufen. Aber ihr habt es gesehen, die Tjolka-Sardine läuft ein auf beide Köder. Nimm vielleicht einen etwas größeren Haken mal, wenn ihr sagt, wow, das sind nur 10, 12 Gramm, ich will die großen haben. Versucht das. Kann natürlich sein, dass die Frequenz nach unten geht und der Beifang ein bisschen sich verändert, dass dann häufiger die Nase einsteigt. Die Brasse, Güster, sibirische Plätze,
Rotauge, Rotfeder ist hier unterwegs. Das kann natürlich sein. Das werdet ihr aber relativ schnell herausfinden und könnt dann immer noch zurück auf den 24er Haken und speziell dieses Tier befischen. Wenn ihr das denn sucht, seid ihr hier genau richtig. Wirklich. So, und mehr kann ich dazu nicht sagen, außer danke nochmal, Mauschi. Und dann verbleibe ich wie immer mit einem freundlichen Piti. Viel Erfolg. Holt euch die Trophy. Bleibt stabil. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Wenn ich wieder irgendwo einen Spot vergessen habe, den ich nicht kannte. Nein, alles gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.